10.000. Victor? Nee, nee, ich weiß nicht. Was denn? 3.000, denke ich mal. 3.000, viel mehr brauche ich eigentlich nicht. Also doch nicht 10, scheiße. Machst du dem Video erst Hoffnung, dann kommt die bittere Enttäuschung. Gut, wir fliegen dann über French Point, dass wir die 10.000 schaffen. Langt dann die 50% Sprit auch? Ich hab ja, doch gesagt, lieber mehr mit. Wir müssen nochmal zwischenlanden dann. Ja. Genau, dann nehmen wir vollen Takt mit. Sind denn alle soweit fertig oder wie? Nee, nee, dauert noch. Gott, ich komm grad an. Weiße 7, Vorsicht. Pause noch. Gleich gibt's die nächste Explosion. Oh. Wer sind die 109er? Jetzt wahrscheinlich. Nee, Oxid. Nee, kennst du das nicht? 7, weiße 7 ist Oxid. Oxid. Ist Oxid. Oxid. Ja. Oxid. Ich dachte, ein Xenoxid. Unser Rostig sozusagen. Ja. Noch mal einen kurzen Blick nach hinten werfen, ja. Wir haben also irgendwie, zweideutig. Rostig, wer hat die rote Elf, bitte? Wir haben eine 110 mit roter Elf hier auch. Abschießen! Ja, das ist der okay. Steiger. Gelb 1 bereit. Sehr gut. Gorde, wie sieht's bei dir aus? Nee, nee, ich bin noch unten, hinten am Rumdrehen. Ich komme gleich auf die Startbahn, bin gleich da. Sehr gut, sehr gut. Ich muss erst um Oxid herumkurven. Drehe, brenne, bin tot. Das sieht so gut aus, ich glaube, wir sollten gar nicht starten. Ja, wir bleiben einfach so stehen. Das ist der niedrigst fliegende Geschwaderflug ever. Dann sind 50% aber doch sehr viel. Ne, wir sollten das folgendes machen. Mal Geschwaderflug, indem wir einfach nur über die komplette Landschaft rollen, soweit es geht. Also Bodenhandel also, sozusagen. Geschwader genau, rollen. Genau, Geschwader rollen. So, und wie sieht's aus? Alle bereit? Das wird der Geschwister sein, oder? Ja. Ich hab Angst. Okay, gut. Dreh, Motor hoch. Motor und drehen hoch. Motor, drehen hoch. Hoffentlich haben wir alle die Bremsklötze drin. Also immer von links nach rechts, ja. Das schaffen sogar die normalen Bremsen. Okay, Hansi ab, rollt an. Ach, wobei, so lang warte ich nicht. Video rollt an. Weiter so, rollt an. Rollt an. Louis rollt an, links. Der Bahn rollt an, Mitte. Steiger rollt an. Ja, oh, da. Da lenkt an. Bei dir war gerade ein Luftdruckel drin, Hansi. Ja, ja. Ja. Ja, die sieht rollt an. Opa. Bleib den Platz, hat keiner gefickt. Wie du solo. Nee. Solo. Der war nur solo. War auch wenn solo? Ich meine Spur ein bisschen verlassen habe, aber. Solo. Geht solo. Aber mit den zwei Dicken ist das schon hier ein Eiertanz. Solo. 1, 2 oder halb 12. Süd solo. Gerade nach Lisa müssen wir noch drehen, okay. Mit der ganzen Flak bei der Isle müsste das Bo-Problem sich doch selber lösen. Naja, klar, aber die können sich halt schnell auffüllen, vor allem wenn sie halt ein bisschen drüber bleiben, gell. Ist halt nervig. Ja, aber die sind wie Schmeißfliegen mit ihren Bo-Fightern. Ja, ja, das ist der ganze Moment heiß drauf. Aber ja, ich habe da kein Problem mit, weil es macht auch relativ Spaß noch die abzuschießen. Ja, aber man muss aufpassen, eben bei Kirk auch, ne? Ich habe die ja gesehen, also die kam ja entgegen, ich wollte ja die landen auf zu Kirk. War keine Flak, dann sehe ich halt zwei Kontakte so tief. Was ist denn da? Zoom rein, Bo-Fighter kam auf mich head-on. Ja. Ich war aber schon noch auf 600 km/h, habe ich halt hochgezogen, sachte vor ihnen weggezogen, natürlich senkrecht hinter mir hinterher gestiegen, haben hinterher gelasert, ja. Eine Bo-Fighter? Also wusstest du das Bo? Das sind aktuell Transformator 16 ungefähr. Also bei Ford werde ich euch spätestens sehen, da bin ich mir sicher. Feuer frei! Ah, jetzt mittlerweile wird es immer schöner, die Formation. Das muss ich echt mal so klar sagen. Wieso sind die ersten verschwunden? Alles dünnt sich aus. Genau, in dieser roten Wolke, ne? Der Fluss auf der Halbzwölf, da liegt davon das Ford. Dreh mal live über Lisa jetzt. Nein! Kannst du mal schnell ein Wort zu den, oder zwei Wörter zu den Zielen verwenden? Also ja? Das Ziel am ist, Kreuz. Sind so Hangars und Öltanks am südwestlichen Rand des Platzes, links von der Bahn. Und quasi zwei Reihen. Ich würde sagen, alles was links von mir ist, greift die linke Seite an, alles was rechts von mir ist, greift die rechte Seite an. Und ich sag mal, wer tendenziell vorne fliegt, schmeißt eher weit und wer weiter hinten fliegt, schmeißt eher kurz. Das müsste man eigentlich hinkriegen. Naja, kann man kurz die an, die links sollen was angreifen? Die linke Reihe sind quasi die zwei Reihen, die Reihen. Ja, Victor.
Wollen wir mal zusammenlegen für ein neues Mikro für Hanseat? Ja. Was wollen wir machen? Wollen wir zusammenlegen für ein neues Mikro für Hanseat? Also. Na, ich werde mir ein neues Headset besorgen. Ja. Das hört sich so an, als würdest du irgendwie nach 2 Meter vom Mikro wegsetzen irgendwie. Ja, macht er doch, glaube ich, auch. Oder du hast ja, das steht quasi zwischen meinen Armen vor mir auf dem Schreibtisch. Ja, aber erstaunlich, normal können die das doch dann eigentlich, ich meine, die sind ja dann anders optimiert als halt Headset. Ja, ich habe das Ding theoretisch ein Mikrofonverstärker, damit das funktioniert. Also ich habe so einen Arm, da steckt das Ding drin und das ist praktisch 5 cm von meinem Mund. Ich habe, glaube ich, hier sogar noch ein altes Headset. Ach, das erklärt die feuchte Aussprache. Du meinst, ich sollte den Popschutz runternehmen, damit man es richtig hört? Popschutz. Den Popschutz, solltest du nie runternehmen, außer du willst. Ich kann doch noch eine Tropfwanne besorgen als Zink. Den Propschmutz. Kontakt auf der 1 Uhr leicht unterhalb kommt uns entgegen, passiert ja, dann weiter auf der 2 Uhr. Haben wir noch einen Jäger hier mit dabei? Wo ist leider nicht, glaube ich. Ist mit Oxid? Ich sehe langsam die Küste. Aber Kette, ich glaube, die sind gefährlich im Moment. Ja, gehen wir auf den vielleicht? Kann also, ich meine, was könnte das Zweimod sein, oder? Ich glaube, der Weg geht rüber, ne? Ich war gerade schon rechts, ich guck mal gerade hin, lesen ein Mod. Okay, oh. Sieht nach einem Indianer aus. Ja, Hurricane, Indianer. Oder? Ja, wir können den Band gerade auslegen und den Band für sich mal anzugehen, wenn er unten nach. Ja, ich weiß nicht. Nochmal aus, dann setzt euch reingehen. Ja, geh rein. Ich gehe mit Libano drauf. Weil direkt neben Libano. Das ist eine Spitty, oder? Hurricane. Ah, fuck, ich hab zu wenig Energie. Ja, dann bleibt schnell. Könnt ihr nochmal eure Quelle durchgeben? Kurz. Weiterer Kontakt leicht überhalb 2 Uhr. Dasselbe ja, Höhe ja, jetzt. Dui, das fände ich. Alles gut. Oh, Victor, hast du... Ja, Mann, das sagt er was jetzt. Hast du sie gesehen? Nein, treffe auf die Harry. Ich mich sehen. Ja. So, ich bin 1 Uhr, halb 10. Auf der Seite. Ricardo Sonntag. 1 Uhr, halb 10. Victor. Auch Treffer drauf, deutlich. Victor. Vegetarier. Nein, Lebano, dann komm zurück. Verstanden. Sollte erreichen. Na, wobei, nee. Ist noch gefährlich, der Gute. Nur wie, du wirst gerade extrem langsam. Der steigt nicht rein. Ich geb schon Gas wieder. Der ist raus. Oh. Das bist war du unterhalb durch gerade? Gefährlich? Der ist abgesprungen. Der brennt. Ja. Außerdem. Der ist durch. Der hat gebrannt. Der steckt unter meiner Nase. Denk dran beim Abfangen, ne? Wir sind schnell, wir sind verdammt schnell. Ja, denk dran, die reißen und die Bomben, ab, die springen. Vorsicht, die 110er reißen schnell die Flügel ab. Ja, nehmt vielleicht das Gas raus und erhöht dadurch mehr den Winkel. Ist vielleicht besser. Ja, Victor, ich geh mal auf 0. Leider. Ich hab alles raus jetzt. Bisschen, wir gehen gleich noch weiter rein. Ne? Ja, und nicht in eine Brachialkurve wichsen die Maschine, weil sonst... Nein, also ich schmeiß eher hinten bei den Öltanks. Die grünen Hangars ja auf die Hangars. Victor. Geh auf die rechte Seite der grünen Hangar. Auf die hinteren Hangar. Boah, heftige Platz. Du hast die Seite gewechselt, oder? Nicht, positiv, jetzt rechts, genau. Okay. Eine Bombe Kontakt raus. Bombe weg. Auf 30, genau, an der Küste, ich gemeint. Blend startet was raus. Ja, lass weg. Mich mal holen. Können wir ignorieren, oder? Ja, unter uns ist der Hurricane. Dreht auf die Formation ein, direkt dahinter. Okay, wollen wir jetzt mal oben bleiben? Ich habe aber noch, ich würde gerne beide Bomben loswerden. Ja, okay, verstehe. Dann schmeiß beide. Ja. Brennfiel hat aber nicht gelangt, gell? Riesen Explosion da anscheinend. Der Rolf, Hanseat? Ja, wir greifen gleich mal an. Okay, du weißt, dass hier als Feindmann. Ah, scheiße, Dreckflaktrapper. Ich hab's erwischt. Da sind noch zwei. Ich nehme das Gas raus. Auch, ich hab's raus. Hanseat und Lebano werden jetzt Platz Treffer, machen. Ich bin Karaya, Lebano, kommen rein. Heckschütze. Da hat gerade jemand eine Bombe geworfen, ich weiß nicht, ob ich könnte. Ich bin getroffen, ich gehe direkt raus. Ich riskier's. Achso, ihr geht gerade rein, ne? Ja. Bomben raus. Wenn wir melden können. Ich gehe auf die Blende, die am Platz gerade steht und starten will. Bomben los. Hurricane habe ich abgedrängt. Kann jemand die Hurricane fertig machen? Die habe ich abgedrängt. Also, er geht auf den Hangar, ich gehe mal auf die ganze linke Hangar, was heil ist. Wir müssen das haben. Libano-Flaktreffer. Okay, Blende ist weg. Ne, die ist noch da. Komm raus. Meine nicht. Rein. Sah gut aus. Übers Wasser rauf, da erstmal sammeln. Victor? Du bist du schon, wie sieht's aus mit dem Luftkampf?
Nee, ich häng wieder an euch. Ich sehe hier gar keine Feindmaschinen, ich bin direkt an der Küste. Doch, jetzt. Doch, aber ein paar haben wir jetzt hin. Ah, hol doch. Hol doch. Setzt gleich aus. Sammeln ab Wasser. Wo fliegt denn hier überall hin? Der eine zieht nach oben, der andere nach oben. Hanseat zieht nach oben. Ich bin Elisa, über Wasser. Hallo, ja. Drei Moment. Ich hab noch eine Bombe unter meiner Maschine wackelt. Ah, scheiße, ja. Seh dich Gott, ich versuche reinzugehen. Ich hab noch ein Wort durch. Ja, noch wackelt er erst. Ja, Pilot tot. Bei Portsmouth war das, ne? Ja, ich meine, das fliegen wir nicht mit Portsmouth oder was? Nee, nicht vor einigen. Wir haben den Kontakt in der Sonne auf der 3 Uhr 2 Kontakte, hallo etwa 30, denke ich, bis 40 ja, maximal. Hansi, ja, du musst aus der Flak raus. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir hier um den Platz kommen. Ich bin aus der Flak raus hier. Nee, du bist nur raus, weil die anderen noch drin Nein, sind. Nein, das ist nicht Hansi, ja, an dem ich gerade bin, sehe ich gerade. Ich bin jetzt gleich wieder über der Küste, leicht östlich vom Platz. Knapp nasse Füße. Hallo, Mann, das für ein Trefferbild momentan. Du bist da gerade an der Harry dran, oder? Ja, ich habe ganz kleine schwarze Pünktchen bekommen. Das sah ganz komisch aus. So wie Lichterkette. So, ich sehe da auch 110 mit Wasser. Ja, bin ich. Achso. Macht man sich auf Hanseat mit der 110er. Nicht hier alle quer, kreuz und quer wirklich fliegen. Die einen jagen noch Hurricanes. Oh, ich bin schon im Wasser. Ja, ich bin bei der Heckschütze Hanseat, ne? Welchen Kurs seid ihr abgeflogen? Wir kreisen gerade noch vor auf Wasser. Okay. Da Hurricane ist glaube ich abgesprungen, oder? Ja, ist abgesprungen. Ja, wir gehen gleich ein bisschen weiter raus, was er denn. Gut, ich werde dich auch abgeordnet dann. Wer hängt hier bei mir in der 8 Uhr? Ich stand ja. Louis. Also du hast noch eine Bombe, okay. Ja. Ja, ich bin bei dir. Dann wollen wir mal oder wie? Ja, können wir schon machen, aber vielleicht ein bisschen Höhe noch erst machen. Ja, wir steigen jetzt aus Wasser raus, dann gehen wir direkt an. Victor. Wer hat denn überhaupt noch Bomben? Mit einer Bombe brauchen wir das auch nicht machen, gell? Naja, ich hab noch eine. Ich fliege aber schon, weil mein Motor rüttelt, ich muss so schnell wie möglich sein. Dann schmeiß die Bomben weg, lass uns landen. Okay, dann zur Isle of Wight würde ich sagen, ne? Ja. Also Bomben weg. Ja, Bomben weg. 1-1, halb 12 bin ich im Moment. Falls sich was noch ergibt, können wir nochmal Luftkampf machen. Ja. Warte, hallo? Wir haben den Kontakt. 14 im Moment. Mann, das ist ein Stück bei Chelsea Point, gell? Ja. Ah, Victor, ich bin genau unter euch. Gott, ich bin blind. Kat, bist du noch dabei? Ich bin Luftkampf hier immer noch. Victor. Direkt bei der Hafenmündung, ein ganzes kurzer Haufen Kontakte für die Stecke zumindest. 6, 7, 8, 9, ja klar, da geht's richtig ab. Dann kommen wir da kommt noch einer, einzelner. 12 Uhr erhöht Kontakt, hallo etwa 50? 11 Uhr. Mittelnah besser gesagt. Feindmaschine kommt die 1 Uhr heran. 1 Uhr? 1 bis 2, Hurricane. Ja. Ah, Victor, ja, auf die drehen wir ein. Hallo, 35, 40. 35, er geht auf mich. Harry, er geht head-on. Bleib an dir. Ist an mir vorbeigezogen, seht ihr mich? Ja, hat er sich nicht. Ja, Hurricane kurft mir hinterher, ich zieh sie mal in Richtung zu euch. Ich steck grad hoch, ist langsam auch. Rein, Vollgas. Und ab geht's hier, die Luzi. Er hängt mir jetzt weit. Da ist dieser Hurricane. Ja, vielleicht solltet ihr nicht alle Head-on gehen, sondern vielleicht ein paar versetzen, damit ihr nicht dann 5 Stunden zum Rahmen kommen braucht. Ich safe rein, bin auch erhöht. Also kein Problem. Ich glaube, er hat, hat er abgelassen? Kannst du noch nicht sagen? Nö, ja, oh ja, jetzt. Er geht hoch. Ja. Victor muss auch abbrechen, der wollte genau mich reinsteigen. So, freie Luftkampf, ja. Victor. Ich komme jetzt von seiner 9 Uhr heran. Komm jetzt auf deine 7er, wenn ich getroffen. Oh ja, komm mal ran. Fuck, nee. Boah, die ist ein bisschen träge da doch. Ja, es ist ein bisschen eher Schalentanz. Das geht irgendwie. Ja, das ist nicht zu so viel hier. Lasst euch nicht verarschen von der. Drei. Ich glaube, ich zieh sie jetzt gerade. Naja, ich krieg keinen Winkel auf ihn. Ich zieh mal gerade. Vielleicht, wenn man sich anbietet, vielleicht geht er auf einen bis drauf. Ja, ich zieh ihn ja schon. Ihr müsst nur rankommen. Ja, wäre gut, wenn ich mal alle weg da. Und wenn ihr. Es wäre ganz gut, wenn ihr nicht immer 5 Kilometer wegzieht, bevor er dann herumkurvt. Ja, Victor, aber andererseits muss ich sagen, hat der, dass du den überhaupt bekommen hast, er hat abgelassen. Ja, ich kurve wieder rum.
Dui, Frage, Quelle? Ach, über der Ost... Nee, über Reit etwa. Hallo. Ja, wegkommen. Fühl mich ab. Udo. Korridor. Ja, Victor, bei sowas, wenn wir hier so viel sind, versucht die Winkel ein bisschen zu wählen. Also gerade, weil Karai den jetzt ewig in der Liter gezogen hatte, wirklich. Also da hat er ja nicht mehr ausgewählt. Aber es bringt nichts, wenn er an dem vorbeifliegt und dann irgendwie 5 Kilometer entfernt wieder erst herumkurvt. Dann kommt er nie im Leben ran. Ja, Vorsicht mal, dass hier keine weiteren Feindmaschinen sind. Unter uns am Deck sind Feindmaschinen. 110. Okay, krass viele 110, ja. Wir haben ja direkt unter uns niedrig mindestens eine Speedy, habe ich gesehen. Ja, ich sehe Flak überreit. Reihe unterhalb auch überreit gemeldet irgendwo. Feindmaschine hier, Hurricane, ja. Direkt unter uns. Geht gerade hoch. Ist gerade unter uns durchgeflogen. Hallo ist 35. Oh. Geht gerade von der 5 Uhr heran. Fliegt jetzt Richtung Hamble wieder. Drückt gerade leicht Hamble, an. Victor. Okay, ich sehe den Haufen. Jetzt auf 30, vielleicht gleich 25. Ja, 30 ist er jetzt. Kommt ihr da ran? Nicht wirklich, oder? Ich stütze gerade hinter ihm ran. Die sind ja zwischen der Stadt im Westen von Reit und Reit, aber ja. Ah, Victor, haben sie. Ja, der drückt voll durch. Ja, der schafft durch. Ich lass auf. Achso, ich dachte, wir stehen dran. Send down. Wie konnte das passieren? Aber da ist auch Oliver hoch, der Bamble schild. Uff! Voila. Cool, jetzt lässt dich in Außenansicht. Auch geil. Aha. Mein Center, was haben, ich direkt was einen haben denn die alles an Zielen? Ja, das wurde ja auch gerade angegriffen. Ich sehe keine zugehörige Flak. Ja. Spitfire auf 50 plus überall in der Mitte. Was hat? Boah. Alter, jetzt habe ich auch noch 30 Frames oder so. Beide fliegen immer noch über Sanddown. Aufgeschlagen, glaube ich, gerade. Aber bei Sanddown, meinst du? Mhm. Ja, Sanddown, da geht gerade die Flak. Flak geht gerade voll los. Da ist eine Hurricane, keine Bofighter. Sicher? Da stützt was auf dem Platz, da ist eine Speedy. Ja, zwei Speedys. Zwei Feindmaschinen hier, aufpassen. Bist du dabei auf Süd? Nee, ich suche noch über die Kontakte. Sanddown, Flugfeld. Genau über Sanddown, auf Platz. Ja, kann man nicht verfehlen, ich weiß nicht. Liegt parallel zur Bahn jetzt nördlich ab. Wir sind oben, wir sind nicht tief. Ich gehe rein. Ah ja, jetzt sehe ich was. Eine F-Maschine kurft mir gerade direkt hinterher. Eine Hurricane. Ich habe schön was mitgegeben. Die müsste durch sein. Die Hurricane. Geht jetzt über Lisa. Ah, die hat Wasser, ne? Ich hab's nicht gesehen, da war ich zu nah dann am Ende. Jetzt hast du Wasser, glaube ich. Aber er ja, kocht sogar. Die Spitty ist aber gefährlich, schau mal, wo die Spitty hin ist. Hä? Haben wir einen Erstboom? Nicht alle auf die kaputte gehen, bitte? Ist jemand. Geh mal einmal rauf, aber ich hab nur noch 4 Tickets. Ist jemand frei, gerade da nicht fliegt? Oh. Ja, ich geh mal, wo denn? In. Wie heißt der Platz unter Teville? Haben wir hier noch eine Spitty jetzt in Nee, der Flak hat gerade aufgehört. Ballon, Ballon ist. Nicht, oder? Ja, Victor, ich gebe eine Lanze von Süd nach Nord, gehe ich da aber. Gerade wieder jemand mit so einem Kackstreifen hier am Fliegen. Ja, da ist ein Luftspawn. Erstmal. Flug an, das könnten wir machen. Ballon 65. Ehrlich? Ja. Oh, das wäre toll. Könnten wir mit der Heingels oben reinspawnen. Wirklich? Ja. Oh. Es gibt einen Luftspawn, das habe ich nicht gewusst. Das ist bestimmt Nee, Ballon. Wusste ich auch nicht. Ja, vielleicht kann der erst dann die Okay, andere. Einstellung machen wir gleich, landet erstmal, kommt erstmal alle zur Potte her. Ich glaube in dem kurzen Endteil Süd nach was ist das? Süd nach Nord müsste sein, gell? Was bei Sanddown? Ja. Das ist dann Ost nach West. Von Oder West nach Ost. Nee, von West nach Ost herum, ja. Machen wir noch was zusammen. Mit der Gras- Vorsicht, wir haben eine Blenny über Sanddown, die anscheinend gleich wirft, keine Ahnung. Ja, ich lande doch da gerade, mach sie fertig. Ich Von wo bin kommt weit sie? Unter ihr, ich versuche auch gerade zu landen hier. Ach, unter ihr ist egal, dann ist er hoch. Die ist auf Hallo 15 oder was? Ich so, Bahn ist frei wieder. Da geht einer rein. Da ist einer dran. Oh, da oben raucht was, ja. Au, oh,